Das Schuljahr neigt sich zu Ende und wie immer hatten wir eine super schöne Zeit zusammen. Doch nun wird es Zeit, euch euer Zeugnis zu geben. Seid ihr bereit für eine knallharte Bewertung ohne Rücksicht auf Verluste? Ja. Okay, das ist gut. Lange habe ich mir eure Leistungen angesehen, um diese ehrlich und fair zu beurteilen. Na dann los. Na dann los. Also in Freundlichkeit bekommt ihr eine 1. Yeah, Glückwunsch. Im Zusammenhalt bekommt ihr auch eine 1. Bildet aber euch ja nichts drauf ein. In Aktivität bekommt ihr schon wieder eine 1. Oh Mann, ihr Scheißstreber, ey. Und in Kreativität bekommt ihr... Moment, wie kreativ seid ihr eigentlich? Mal ein Beispielkommentar bitte. Ich heiße Orangensaft. Ich identifiziere mich als Toad. Erster, ihr Huren. Ja, ich denke, eine 4- ist da fair. Ja. Ich bin so enttäuscht von euch. Hier, nehmt euer Zeugnis und haut ab. Das ist nur ein leeres Blatt Papier. Sei doch leise, Mann. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Heute soll es ja um was ganz anderes gehen als eure Beurteilung. Die vor allem auch gar keine ist. Nee, heute geht's ums Vergleichen von Birnen und Äpfeln. In meinem Fall von YouTubern. GLP ist der beste Let's Player überhaupt. Mein Paluten, der hat das viel größere Herz. Na und GLP hat dafür die längeren Schamhaare. Der kann doch nicht mal gut singen. Boah, okay, ist recht. Ich weich da mal aus, okay? Also entscheidet euch jetzt! Los, trefft eure Wahl, das Video ist interaktiv, Mann! Ja! Nee, ist es nicht. Weiß nicht, ich find's komisch, wenn man zwei verschiedene Menschen mit wer ist besser vergleicht. Ich hab selber schon mal so ein paar Kommentare bekommen, die ungefähr so gingen. Ich würde dich ja gern gucken, aber leider ist schon Dena mein Lieblings-YouTuber. So ein Scheiß. Tja, wie Tim Taylor in so einem Moment sagen würde. Hä? Die Serie kennt wieder keiner, weil sie zu alt ist, oder? Egal. Sag mir, was haben Dena und ich bitte schon gemeinsam, außer unsere Hackfressen? Hä? Wie sollte man unseren Content vergleichen? Das ist wie Birnen und Äpfel. Naja, aber Paluten und GLP sind sich ja schon irgendwie ähnlich, oder? Genau, außer dass GLP besser ist. Vergiss nicht, so lange Haare. Der Typ ist doch scheiße, oder? Dann könnt ihr ja jetzt wählen. Nein, Mann! Steht mir nicht falsch, natürlich kann man für sich selbst so einen Favoriten auswählen. Aber nur weil man etwas feiert, heißt nicht, dass das andere dadurch ausgeschlossen wird. Früher hat man zum Beispiel jeden Let's Player als Gronkh-Nachmacher bezeichnet. Und jeder, der Kommentare kommentiert hat, als Ablali-Kopie. Dabei haben die beiden ja nicht mal das Genre erfunden. Warum sollte man sich nur einer Community anschließen dürfen und alle anderen ignorieren? Was? Die heißt nun mal so. Alf kennt ihr auch nicht mehr, oder? Das ist so eine Serie aus den 80er Jahren. Okay. Und auch wenn ich mich irgendwann mal irgendwie zu irgendeinem YouTuber mal negativ äußere, heißt es das nicht, dass ihr den nicht mehr schauen dürft oder... euch überredet fühlt, dir nicht mehr zu gucken. Du entscheidest, was du feiern willst und was nicht, oder wie siehst du das? SpongeBob wäre stolz auf dich, weil du eine gute Nudel bist. Oh, wie lieb. Ich glaube, ich gebe euch doch noch mal eine 2. Krass wird's dann wirklich, wenn es um Freundschaften geht. Ich hasse Alice und da wir Freunde sind, magst du jetzt Alice auch nicht mehr. Alice? Warum sollte man die Entscheidung, wen man mag und wen nicht, von seinen Freunden abhängig machen? Yoshi, ich finde zum Beispiel Gronkh ziemlich langweilig. Heißt das also, ich muss mein Fangirl einstellen? Das kannst du mal schön vergessen. Excellent. Können wir uns nicht darauf einigen, dass wir beide einfach verschiedene Geschmäcker haben? Die sind echt so lang, ohne Scheiß. Du Pimmelzwerg! Also, wen wählt ihr? Theo! Oh Mann, Leute! Wie lieb von euch. Fazit ist, feiert das, was ihr liebt, ohne dabei andere oder euch selber einzuschränken. Weiterempfehlen ist also schon erlaubt. Natürlich könnt ihr euch eure Zeugnisse abholen, die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und die Hausaufgabe für heute ist, schreibt mir doch auf Twitter einen Tweet mit dem Satz, Theo ist... irgendwas. Eine super Kartoffel, ein cooler Klassenclown. Ein geknechteter Knecht. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommen wird. Und wer kein Twitter hat, soll sich einfach runterladen. Und gebt dem Video einen Daumen nach links oben. Na. Willkommen in Endcard fürs letzte Video da drüben klicken. Da habe ich sehr viel Lob bekommen und so. Seht ihr mich zum ersten Mal, könnt ihr gerne hier unten abonnieren und Teil der CEO-Elite werden. Würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, sieht man sich wieder am Mittwoch. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube und eine geile Zeit. Ciao, ciao. Warum ist es immer so unglaublich heiß? Aber so war das Bild nicht so schön gewesen. Ich habe die rote Farbe gebraucht und so weiter. Okay.